Herzlich willkommen, Freunde, hier zu diesem neuen FIFA 18 Video und heute ist deine Meinung gefragt. Ganz wichtig, denn ich möchte eine Position meines Teams upgraden und welche das sein soll und welcher Spieler dort eben hinkommen soll, das sollst du eben entscheiden. Also bitte aufpassen und bitte das Ganze in die Kommentare schreiben, da würdest du mir sehr, sehr helfen und wir gehen jetzt auch schon direkt rein. Und zwar handelt es sich eben um mein Team. Ja, ihr seht das Ganze, es ist ein starkes Team, ich bin sehr, sehr zufrieden mit dem Squad und ich bin der Meinung, dass es die Weekend League nicht wegen dem Team manchmal verkacke, also mit verkacke meine ich einfach, dass ich Elite oft nicht schaffe. Das liegt, glaube ich, nicht wirklich am Team, aber ich habe mir gedacht, eine Legende muss jetzt endlich her. Also es hat ja wirklich fast jeder mittlerweile eine Legende und ich habe einfach wirklich gar keine. Ihr seht es links oben, ich habe 486.000 Münzen, habe fast gar nichts mehr im Verein auf der Transferliste, habe ich nur einen Man of the Match, den ich gerade vorhin gezogen habe. Und ja, ansonsten noch zwei Informs, also die Spieler hätte ich hier noch, das wären nochmal so, ja, 30.000, 40.000 Münzen, also so circa 500k habe ich im Moment, aber es wird natürlich mehr, also ich müsste natürlich noch ein bisschen sparen, zwei, drei Weekend Leagues spielen und dann immer die Coins und die Packs mitnehmen, das Ganze immer sparen und dann könnte ich mir eben hier was gönnen. Und da geht es jetzt eben um die Frage, welche dieser Legenden soll ich mir holen. Ja, die ersten vier sind meine Favorites, würde ich mal sagen, beziehungsweise eigentlich die ersten drei. Und zwar, ja, mein absoluter Favorite ist, glaube ich, Desai. Da hätte De Gea allerdings nur 8 Chemistry. Und jetzt ist die Frage, ist das sehr schlimm oder ist das nicht so schlimm? Schreibt mir wirklich eure Meinung dazu in die Kommentare. Aber Desai würde ich extrem feiern, hat super Werte. Das ist die erste Legendenkarte von ihm. Da könnte man sich natürlich überlegen, auch die neue Prime-Icon zu machen. Die kostet im Moment so 1,3 Millionen. Der hier kostet im Moment so, ja, ein bisschen über 700k was. Ja, so 780.000 Münzen. Also da wäre ich in 2 bis 3 Weekend Leagues. Also 380.000 Münzen könnte ich innerhalb von 2 bis 3 Weekend Leagues eben traden, beziehungsweise eben durch die Packs und durch die Coins, die man bei den Belohnungen bekommt, die könnte ich reinbringen und dann hätten wir zum Beispiel Desai. Schreibt mir dazu in die Kommentare, ob das schlimm wäre mit De Gea, was da eure Meinung ist. So, der nächste wäre dann Rio Ferdinand. Da kann man sich natürlich auch überlegen, wenn sich der gut spielt, irgendwann die Prime-Icon zu machen. Aber der, also die erste Baby-Icon von ihm sozusagen, ist echt nicht teuer, kostet 650.000 Münzen und hat absolut geniale Werte. Also da bräuchte ich nur 150.000 Münzen und der hat wirklich gute Werte, ist wirklich auch groß und so, aber ich habe halt null Erfahrungen mit dem. Also auch bei dem bitte in die Kommentare schreiben, ob der gut ist oder ob er nicht gut ist. So, das wären zwei Innenverteidiger, die man eben upgraden könnte. Bei beiden wäre eben dann hier De Gea leider nicht auf Full Cam, sondern nur noch auf 8 Chemistry. So, und dann eine absolute Traumlegende von mir wäre noch Hullet. Der kostet natürlich absolut viel, ja, 1 Million Coins, um genau zu sein. Ich glaube, ein bisschen weniger, ja, manchmal ist er auch für 900.000 drinnen. Auf jeden Fall so um die 1 Million. Das heißt, ich bräuchte hier noch 500.000 Münzen und das ist schon viel. Aber Hullet wäre halt einfach Hullet. 1,91 groß, verdammt beweglich der Typ. Und hat halt einfach so ausgeglichene Werte. Den würde ich halt hier für Tolisso reinstellen. Ich weiß nicht, soll ich mir Hullet holen? Schreibt es auch diesmal in die Kommentare. Crespo ist eher gar nicht so nice eigentlich, denn dann hat Neymar leider nicht die Full Cam. Aber Crespo würde ich auch einfach mal gerne testen. Vielleicht hat jemand Erfahrungen mit Crespo gemacht. Und da, ja, da würde mich natürlich eure Meinung interessieren. Aber Mbappé und Neymar, das passt eigentlich an sich. So, dann hätten wir hier noch ein paar andere Legenden, die ich mir auch vorstellen könnte. Zum einen hier Maldini, eben auch wieder in die Innenverteidigungsposition. Ich könnte natürlich auch zum Beispiel Bailly lassen und Boateng rausgeben. Ja, ich weiß nicht. Boateng taugt mir aber eigentlich schon. Also ich könnte halt, wie gesagt, das schon so machen, dass ich hier Boateng rauspacke und zum Beispiel eben Bailly spielen lasse. Dann hätte natürlich De Gea Full Cam und halt die Legende und so. Da hätte halt jeder dann Full Cam, ja. Aber Boateng will ich eigentlich spielen lassen und ich will halt eigentlich, glaube ich, eher Bailly rausnehmen als Boateng. Aber das könnte man sich eigentlich auch überlegen, fällt mir gerade auf. Und ich bin jetzt gerade nur am Struggeln. Da könnte man, glaube ich, auch den anderen hinpacken. Wenn ich da zum Beispiel, wartet mal, lass mich mal kurz überlegen. Gibt es aus der Bundesliga noch irgendeinen geilen Innenverteidiger, den man spielen wollen würde? Ich weiß es nicht. Aber irgendwie eine Methode, dass man hier hinten Full Cam hat, aber vielleicht bei ihm nicht spielen lässt. Also dass hier wirklich De Gea aber Full Cam hat. Das wäre schon ziemlich nice, wenn man das irgendwie regeln könnte. Vielleicht hier über,
ich weiß nicht, über Spanien oder so, geht aber glaube ich auch nicht wirklich. Naja, egal, schreibt mir auf jeden Fall eure Meinung in die Kommentare. Maldini wäre halt verdammt teuer, ja, kostet 1,3 Millionen circa. Ich glaube nicht, dass ich mir das leisten kann, also der ist glaube ich zu teuer, aber vielleicht ist er unfassbar krass, wenn ja, ab in die Kommentare damit. Nesta wäre eine verdammt günstige Icon, aber irgendwie wundert es mich, dass der so günstig ist. Ich glaube irgendwie, dass der nicht so gut ist. Hat nur 71 Tempo. Das ist halt schon sehr, sehr wenig mittlerweile. Und ich habe schon mit dem David Luiz gespielt. Der hat einen ähnlichen Tempowert. Und da ist mir das Tempo extrem auf den Sack gegangen. Das hat mich unfassbar abgefuckt. Ich brauche einfach Innenverteidiger, die über 75 Pace haben. Ja, deswegen Maldini vielleicht eher nicht. Blanc wäre noch eine Option. Der hat natürlich absolut gute Werte. Also da kann man sich überhaupt nicht beschweren. Der gute Mann kostet im Moment 900.000 Münzen. Ja, 900.000 Münzen, das ist schon eine Hausnummer, aber der ist nicht schlecht. Aber da denke ich mir dann auch, wieso sollte ich mir nicht einfach die Baby-Icon von Ferdinand nehmen? Ich meine natürlich, Blanc ist schon noch ein Ticken besser, aber Ferdinand hat 5 Tempowerte mehr und das ist auch nicht zu vernachlässigen. Oder halt eben Desailly. Desailly lag eben, wie gesagt, so bei 780k und Blanc halt bei 900k. Waren das glaube ich gerade, gell? Ja, so irgendwas um den Dreh. Also, ja, Blanc oder Desailly, das wäre dann halt auch noch so eine Frage, wer besser ist. Aber ich glaube, Desailly ist stärker. Aber schreibt mir, wie gesagt, alles unten rein. Ja, Petit wäre eine krasse Option, und zwar die Prime-Icon. Die kostet ungefähr so viel wie die SBC-Prime-Icon, so 1,2 Millionen. Ja, der soll natürlich krass sein, den hat auch fast jeder im Squad. Den würde ich halt auch wieder hier für Tolisso reinstellen. Hoppala. Für Tolisso reinstellen und dann in-game die zwei switchen, beziehungsweise in-game spiele ich sowieso eine andere Formation, aber da spiele ich dann hier, das kann ich euch kurz zeigen, da spiele ich 4-3-1-2 und dann würde ich das auch so ungefähr spielen, wie es hier jetzt gerade ist. Also ich würde auf jeden Fall Pogba dann ins ZOM packen, Vidal linkes, warte mal, ist das die richtige Formation? Ja doch, ist richtig. Ja, nee, dann würde ich es einfach so lassen, genau, ja, einfach so lassen und dann hier, die tausche ich immer, so dass, ja, passt eh so eigentlich, so dass Neymar als ZOM spielt oder Alessandrini, das schaue ich dann immer, aber so würde ich dann halt in-game ungefähr spielen und ich weiß jetzt gerade nicht mehr ganz genau, welche Formation wir hatten, müsste die 5. gewesen sein, oder die normale, Jungs, ich bin gerade ein bisschen überfordert, welche Formation hatte ich, die 3., oder? Ja, die hatte ich. Ey, das ist jetzt richtig verwirrend, wenn da alles komplett umgestellt ist. Ja, so war das Ganze. Und ja, Petit wäre eine Option. Ich weiß nicht, Petit haben ganz viele im Team, wäre natürlich eine krasse Icon. Vieira wäre auch noch top, aber der kostet eigentlich viel zu viel. Also 1,2 bzw. 1,1 Millionen für so einen 86er. Das ist schon verdammt hart. Ich meine natürlich, Hulit kostet auch 1 Million. Aber Hulit wäre halt dann eher offensiv. Das taugt mir mehr. Eine Icon für die Offensive dann. Ja, Kluivert könnte man noch testen als Stürmer dann halt oder vielleicht sogar wirklich als ZOM. Würde dann halt in-game ZM spielen bei mir, das ist eigentlich nicht so nice. Oder halt Larsson einfach auch mal im Sturm testen. Würde natürlich wieder Neymar nicht auf Fullcam kommen. Also Jungs, schreibt mir unbedingt eure Meinung in die Kommentare, wen soll ich mir holen. Also meine Favorites sind ja die ersten drei hier. Die ersten drei, Desailly würde 780.000 Münzen kosten, das heißt ich müsste ein bisschen noch sparen. Ferdinand könnte ich mir eigentlich ziemlich bald holen, kostet so circa 650k und Hulit, da müsste ich noch einige Zeit sparen, wäre aber natürlich absolut krass. Oder soll ich so machen, dass ich mir zuerst Ferdinand hole, den mal teste, wenn er mir nicht taugt, warte ich oder spare ich weiter auf Desailly, wenn mir der nicht taugt, dann hole ich mir Hulit. Ich weiß nicht, Jungs, schreibt mir eure Meinung, ganz, ganz wichtig, in die Kommentare rein, ich bin ganz gespannt, wie wir das machen sollen, was sind eure Meinungen hier zu diesem Thema. Und ja, Freunde, das war es an sich jetzt auch schon wieder mit dem Video. Und weil mich immer ganz, ganz viele nach meinen taktischen Anweisungen fragen. Also ich habe in-game immer bei den Außenverteidigern hinten bleiben. Und ansonsten habe ich nicht wirklich viel umgestellt, außer dass ich, glaube ich, bei Alessandrini, der dann in-game Stürmer spielt, Abwehr überlaufen eingestellt habe. Und die individuellen Taktiken kann ich euch auch noch schnell zeigen. Das sind meine individuellen Taktiken, positionsspielfreie Wahl und sonst nicht wirklich was verändert. Und ja, Freunde, das war's mit dem Video. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend oder Morgen oder Mittag. Ich weiß nicht, wann ich das Video rausbringe. Zum Zeitpunkt des Videos werde ich aber wahrscheinlich in der Türkei sein. Also, ja, das wollte ich nur kurz gesagt haben. Und dann war's es mit dem Video, Jungs. Habt immer High Hopes. Bis zum nächsten Mal und ciao.